In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Freddy, müssen wir zu Hause? Wir waren ja beim Kinderarzt und ich habe die Überweisung geholt für die Chirurgie. Lina hat ja morgen einen Termin um 14.15 Uhr. Dann waren wir bei Netto, ich wollte eigentlich Oliven kaufen von Bagdad Santat. Die schmecken super, super lecker, aber die gab es nicht mehr. Die waren ausverkauft. Auf mein Glück. Deswegen, ich bin eigentlich nur deswegen alleine zum Kinderarzt gefahren, damit ich danach zu Netto kann. Naja, ich habe jetzt auf jeden Fall Joghurt gekauft. So ein fruchtiger. Für Lina. Dann habe ich Brot gekauft, weil wir seit 2 Tagen von der Tankstelle Brötchen kaufen, die super lecker schmecken eigentlich. Und eine Gurke, das war's. Mehr nicht. Achso, und Chips. Aber das hat Lina genommen, aber die isst das eigentlich gar nicht. Egal, dann ist das auch. Übrigens hat Lina 6 Stück von denen zu Hause. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ja. Jetzt muss ich kochen. Ich weiß noch nicht was. Wir haben Blumenkohl. Und letztens hat jemand geschrieben, dass es total ungesund wäre. Aber ich denke mal, dass... Nein, nicht von der Mitte. Gell, Tabako, Junge? Gell? Ich denke mal, wie ich mich zu ernähren habe oder wie ich meine Familie ernähre, das ist komplett mir überlassen. Ich finde, wir ernähren uns gesund. Und ja, in der türkischen Küche ist es bekannt, dass man fettig kocht. Aber da will ich jeden Tag fettig kochen, kann das eigentlich jedem egal sein, was ich koche. Aber das ist jetzt 1%, denen das nicht zusagt, aber die trotzdem alle Videos von mir durchschauen bis zum Ende. Was ich total bemerkenswert finde, weil ich mir denke, wenn dir mein Erziehungsstil oder keine Ahnung, wenn dir mein... Essen oder sonst was nicht gefällt, warum schaust du mich? Wenn ich eine Person nicht leiden kann, sorry, dann abonniere ich die, also wird sie weder von mir abonniert, noch schaue ich ihre Videos. Sorry Leute, ich musste wieder niesen und das ist nicht so schön, wenn ich jedes Mal in die Kamera niese. Genau, also wenn ich einen YouTuber nicht mag, dann schaue ich den nicht, dann abonniere ich den auch nicht und mir schenkt dieser Person auch nicht meine Aufmerksamkeit. Naja, auf jeden Fall, egal wer was auszusetzen hat, ich habe euch das schon öfters gesagt. Also konstruktive Kritik nehme ich immer an, wenn ihr sagt, die Qualität ist scheiße, der Ton war scheiße oder sonst was. Das nehme ich liebend gerne an. Aber über meinen Erziehungsstil, über das, was wir essen oder sonst was, hat keiner zu urteilen. Das entscheidet allein ich und Audet, was wir kochen. Und ich finde, wir kochen sehr, sehr gut und sehr, sehr lecker und sehr, sehr ausgewogen. Also ich koche jeden Tag frisch. Da will ich gar nicht wissen, was andere YouTuber jeden Tag essen. Ravioli aus der Dose jeden Tag oder keine Ahnung was. Sowas gibt es bei uns auf jeden Fall nicht. Klar gibt es mal ab und zu eine Fixtüte, das gibt es in jedem Haushalt. Aber wie gesagt, wenn euch das nicht passt, dann einfach nicht kommentieren, wegschalten und uns nicht mehr schauen, weil ich lösche die Kommentare und die Nutzer werden auf meinem Kanal komplett ausgeblendet. Also es gibt bestimmt voll viele, die schreiben noch solche Texte, aber die werden auf unserem Kanal nicht mehr angezeigt, weil die Nutzer gesperrt sind. Das kann ich nämlich in der App hier machen. Ich zeige euch das mal kurz und das mache ich wirklich bei jedem, der mir nicht passt. Ich bekomme das ja, also sobald ihr was kommentiert, bekomme ich das in der Sekunde. Zum Beispiel hier, das war jetzt der letzte Kommentar. Da kann ich hier auf die 3 Punkte und dann steht hier, Nutzer auf Kanal ausblenden, Spam melden oder entfernen. Und dann gehe ich zuerst auf Nutzer auf Kanal melden, genau, und danach lösche ich den, entferne ich das Kommentar. Und dann ist auch gut. Also ich reg mich nicht mehr darüber auf, aber überlasse doch jedem selbst, wie er das Kind jetzt... Also über meine Erziehung wird lange, lange, lange nichts mehr gesagt. Bis jetzt gab es das auch nur 1-2 Mal. Und sonst... Über das Essen, also eigentlich auch nicht. Im Gegenteil, also zu 99% freut sich jeder, wenn ich koche, weil ihr das dann nachmachen könnt.
Naja, ich denke mal, das sind hobbylose Frauen, die zu Hause nichts zu tun haben, keinen Haushalt haben, keine Ahnung, keinen Mann haben, lange nichts Gutes hatten. Naja, ich will jetzt nicht zu detailliert drauf eingehen. Ich wollte es nur sagen, klar nervt das jemanden, wenn du das liest, aber ich denke mir dann immer, das ist einer von, keine Ahnung, 12.000 Leuten. Ist doch egal. Dann sollen die es halt eben besser machen, dann mache ich das halt scheiße. Und ja, es gibt heute wieder Blumenkohl bei uns, so sieht's aus. Aber ich liebe das auch total, ne? Ich liebe das. Aber das, jetzt den Bohneneintopf und den Reis mitgenommen. Der macht es dann warm auf der Arbeit. Und Lina liebt auch Blumenkohl. Und Lina hat voll abgenommen. Und ich habe auch noch nicht zugenommen seit der Schwangerschaft. Ja, aber mal schauen. Nächste Woche Freitag ist unser nächster Termin. Total schnell, ne? Ich habe mich ja letztens noch beschwert. Ich bin mal gespannt, wie es unserer Maus geht. Ja. Angeblich ist sie jetzt so groß wie ein Schmetterling, was ich nicht glaube. Ich glaube eher, die ist so groß wie eine Weintraube oder so. Also zumindest steht das in der App. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Hier. Ihr Baby hat die Größe eines Schmetterlings. Könnt ihr euch das vorstellen? Also ich nicht. Ich muss auch noch Knobi-Joghurt machen. Und Leute, das ist so lecker. Das ist viel zu viel, ich weiß. Aber Lina ist auch schon am Essen. Juhu! Komm. Mamisch. Ja, aber dann muss heute auch Knoblauch reinziehen, weil sonst kann er heute Abend nicht mehr schlafen. Ja, gib Chata, da, guck mal, hier. Chata Walbaku, da. So, wir essen jetzt und dann melden wir uns gleich nochmal. Tanz, ja? Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Nein, was machst du? La la la. Shake, shake, shake. Break, 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 break. So ihr Lieben, ich wollte kurz meine Rundhouse-Box zeigen. Ich kann mich leider noch nicht zeigen, weil ich total kaputt aussehe und mir ist so schlecht. Ja, in der Rundhouse-Box ist diesmal drin Kokoschips. Also ich liebe ja diese Rundhouse-Box. Hier ist immer was zum Naschen drin. Dann einmal hier Milchschokoladen-Biscuits. Hafer-Vollkornkekse mit Milchschokolade bedeckt. Das schmeckt bestimmt total gut. Dann haben wir hier Krombacher Radler. Das ist ja mit Sprite. Das habe ich früher damals als Kellnerin so oft verkauft an die Mädels. Dann haben wir hier Johnny Walker mit Ginger. Keine Ahnung, wie das ist. Ich habe noch nie Johnny Walker oder sonst was getrunken. Dann haben wir hier von Harry so Sandwich Brot und der ist echt weich. Ich dachte, das sind Kekse. Total weich. Da könnte man lecker Tomate, Mozzarella oder so drauf machen. Dann war da noch eine Packung Süßigkeiten drin. Das haben aber hier die beiden auch gegessen, Nina und Audit. Dann geht's weiter. Dann haben wir hier einmal von Köln Knusper-Schoko-Orange. Dann haben wir hier Kurkuma-Sparkling-Tea. Das hatten wir auch letztes Mal schon. Die beiden hier habe ich euch gezeigt, ne? Bei der letzten Box und lalala, Wilsa. Und ihr Lieben, voll viele haben gesagt, warum hast du ein extra Video gedreht? Leute, das war so abgemacht. Ich sollte ein Werbevideo drehen und wenn ich das machen muss, dann mache ich das auch. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Sowas kommt ja nicht oft vor. Das wäre jetzt das erste Mal, dass ich so ein komplettes Werbevideo gedreht habe. Natürlich jetzt alles 10 Euro und so ist ja was komplett anderes. Aber dafür sollte ich ein extra Werbevideo drehen und ich hoffe, ihr habt Verständnis und wenn euch das nicht interessiert, einfach nicht schauen. Wenn mich irgendwas nicht interessiert, schaue ich das auch nicht. Deswegen habe ich ja an dem Tag auch extra 2 Videos hochgeladen und ich finde, das geht voll klar. Es gibt Schlimmeres auf der Welt. Hi ihr Lieben, wie man sieht, bin ich bei meiner Mama. Audrey hat uns gerade hier hingebracht. Wir fahren jetzt gleich ins Krankenhaus mit Lina, so in 10 Minuten fahren wir los. Weil wir haben heute diesen Gespräch wegen der Hand. Sie hatte sich ja verbrannt an der Hand. Ja, die wollen das halt nochmal abchecken, ob alles gut ist. Und ich habe dann noch Fragen wegen dem Urlaub, worauf wir achten müssen oder so. Weil wir sind da ja unter der Sonne.
Ja, ansonsten gibt es nichts. Danach kommen wir wieder hier hin, machen Pizza, der Teig ist schon fertig. Kartoffelsalat, die Kartoffeln sind auch schon fertig. Ja, und danach müssen wir eigentlich noch einkaufen, weil wir haben keine Küchenrolle mehr zu Hause, kein Klopapier mehr. Also wir haben noch drei Rollen Klopapier, aber ich bin momentan so oft auf Klo, das reicht nicht mal 3 Tage. Nein. Genau, dann brauchen wir noch Tomaten und so Frühstückssachen, Frischkäse. Und ich liebe momentan Frischkäse und Erdbeeren über alles. Keine Ahnung warum. Naja, so, ansonsten geht Audrey heute Abend mit seinen Freunden Fußball gucken. Heute spielt, glaube ich, Real Madrid und der ist voll der Real-Fan. Ja, sei dem aber gegönnt. Gestern bin ich eingeschlafen, obwohl er gestern Abend zu Hause war. Aber Nina hat so oft geweint gestern Abend. Ich weiß auch nicht warum. Ich dann neben ihr eingeschlafen mit meinem Hemd zusammen. Ja. Sonst gibt's nichts. Wir fahren jetzt, wie gesagt, gleich los und dann mal schauen, was der Arzt sagt. Die Überweisung habe ich dabei, die Krankenkassenkarte auch. Und ein bisschen Kleingeld, damit ich Lina da beruhigen kann. Dann kann sie was aus dem Automaten aussuchen. Ne, Linus? Ja, das ist dein Auto. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Lina schläft eigentlich seit 18 Uhr. Wir haben mittlerweile 8.30 Uhr. Ich denke mal, jetzt ist sie wach. Ich wollte euch kurz mal zeigen, was wir gekauft haben. Ich habe für Lina... Achso, wir waren ja im Krankenhaus. Und mit der Hand ist alles top. Und sie kann das total gut bewegen und so. Ich muss das jetzt nur 2 Jahre lang eincremen. Und im Urlaub müssen wir darauf achten, dass wir auch die Innenhandfläche... Die Handinnenfläche mit eincremen, also mit Sonnencreme. Und am besten 50... wie heißt es nochmal? SLFS? Irgendwas. Ja, damit eincremen. Ich habe für Lina für den Urlaub und für den Schwimmbad so einen Ball gekauft von Elsa. Den hatten wir schon aufgeblasen. Da haben wir aber wieder die Luft rausgelassen. Dann so ein Ding hier. Was ist das eigentlich? Ein Dinosaurier? Nee. Ein Seelöwe, glaube ich. Ne? Und dann kann sie das halt um die Hüfte und damit sozusagen schwimmen. Ist jetzt ab 3 Jahren, aber wir passen ja auf. Wir wollten nämlich nächste Woche wieder ins Schwimmbad. Lina hatte total Spaß und ich lasse mich da jetzt auch in Ruhe blicken, weil man sieht ja, dass ich schwanger bin und dass ich deswegen zunehme. Dann hat Lina von der Ärztin hier Goldbeeren geschenkt bekommen. Und ich hatte total Lust auf die hier. Aber jetzt habe ich gar keine Lust mehr drauf. Die habe ich mitgenommen und ja, die landen gleich in der Box. So, Lina sagt gerade Eis. Hallo Mausi! Was machst du? Bist du wach? Sollen wir Bitschi-Bitschi machen? Ja? Aber vorher musst du was essen, Schatz. Okay? Mama mi just tamam mı önce? Hadi gel. So, was willst du essen? Was soll ich dir machen? Ich habe seit Tagen Lust auf Kuchen. Na, 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 na. Das Eis. Nee, das ist kein Eis, das ist Schokolade. Ich hatte ja Lust auf Kuchen. Oh, der hat mir heute den hier gekauft. Bei Kaufland. Und der muss natürlich... Ja! Der muss natürlich Dingens werden, ne? Auftauen. So, Lina, was sollen wir essen? Chorba ya pim? Chorba? Baba! Ja. Wir wollen nämlich auch einkaufen. Willst du ein Ei essen? Ja, aber du sollst nicht nur Eier essen, Schatz. Chorba ya pim? Chorba ya jiknissi? Lina hat nämlich heute bunte Eier bekommen. Ich hatte sie lange nicht mehr. Da freut sie sich jetzt. Aber Lina, Chorba ya pim mit Chorba. Ja. Ei. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt für sie kochen soll. Eine Suppe wäre halt super, ne? Aber ist auch warm, ob sie das jetzt isst. Naja, ich mache ihr jetzt mal eine und wenn sie das isst, isst sie das. Wenn nicht, dann esse ich das. Oh, mein Arm. Achso, soll ich dir einen Teller geben? Ja, mit meinem Asthma geht es auf jeden Fall besser. Habe ich euch das eigentlich erzählt? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich dran bin, ne? Ihr merkt, dass ich jeden Tag ein bisschen filme. Sobald ich merke, mir geht's gut, dann filme ich auch. Hier, Schatzi. Ja? Ja, Schatz.
Ich mache dir jetzt auch eine Tomate und so eine Gurke, ja? Essen wir das. Ja, ich habe übrigens Oliven gekauft. Endlich habe ich sie gefunden. Muss mal schauen, wo ich die reinpacken kann, weil die sind... Die Packung ist groß. So, jetzt habe ich wieder voll viel Müll gelabert, ne? Ich finde es ja total unnötig, wenn man so viel redet. Dann wird der Vlog viel zu langweilig. Also bis gleich. Wir haben jetzt kurz geduscht. Ich muss mich nur noch abschminken. Und Lina hat leider nichts gegessen, außer ein Ei. Ja. Ich weiß nicht, was sie hat. Sie isst sehr selten was, seitdem es jetzt warm war. Keine Ahnung. Ich habe aber auch keinen Hunger irgendwie. Also auch nichts. Eigentlich wollte ich mir ein Frischkäsebrot machen mit Oliven essen, aber keine Lust. Ich glaube, ich gönne mir jetzt so einen Erdbeer-Cheesecake. Ich hasse ja Cheesecakes. Aber sieht so gut aus. Die sind wohl neu, die können ja nur gut schmecken, oder?